Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixelgun 3D hier beim Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Ja Leute, ich möchte mich heute gleich mal zu Beginn des Videos bei euch bedanken für die fette Unterstützung, die ihr mir momentan liefert. So viele Daumen nach oben momentan, so viele neue Abonnenten und immer so viele Leute bei meinen Livestreams. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ja, Hashtag Danny's Crew, ihr seid halt die besten Leute. Aber na gut, wir wollen heute eine neue Waffe testen und zwar eine Waffe, die mir sehr, sehr oft ja vorgeschlagen wurde beim Livestream. Und es ist eine Spezialwaffe. Nein, es ist keine Spezialwaffe, es ist eine Zusatzwaffe. Was rede ich schon wieder für einen Schwachsinn? Schreibt mir mal hierzu eure Zusatzwaffe, die ihr momentan benutzt, bitte in die Kommentare. Und dann werden wir uns gleich mal eine neue Zusatzwaffe kaufen. Momentan benutze ich ja die Pizza-Heizung, eine richtig coole Waffe, mal etwas anderes. Aber ich kann nicht so gut damit umgehen. Deswegen spielt mir die neue Waffe eigentlich gut in die Karten. Ich hoffe, ich kann sie auch gut benutzen. Und vielleicht wird es ja meine neue Waffe, die ich hier immer benutzen werde. Und zwar handelt es sich um den Donner. Er hat hier, wenn ich sie kaufe, nur eine Effizienz von 25. Aber wenn man sie voll upgradet, hat sie eine Effizienz von 31. Und das ist dann schon richtig, richtig fett. Das ist dann eh eine von den stärksten Waffen. Ansonsten gibt es ja noch Effizienz 32, was etwas besser ist. Aber wenn die Waffe gut ist, ist das eigentlich komplett egal. Oder wenn ich damit gut umgehen kann. Ich hatte schon mal eine ähnliche Waffe, denn es gibt ja auch den Ausrotter. Und die sieht gleich aus wie die wie der Donner und hat eigentlich auch die gleichen Fähigkeiten. Hat einzelner Schuss, hat Mauerdurchbruch und hat auch zweifach Zoom. Ach so, ihr seht das nicht, weil ich im Weg bin. Haha. So, dann werde ich kurz mal die Facecam hier wegschalten. Ja, ihr seht schon, einzelner Schuss, Mauerdurchbruch und zweifach Zoom. Nur die, ja, die Daten sind etwas anders. Der Ausrotter hat eine Feuerrate von 68, hat der Donner auch. Kapazität hat der Ausrotter von 7, der Donner nur von 6. Dafür hat der Donner ein Gewicht von 60 und der Ausrotter von 70. Das heißt, der Ausrotter ist auch schneller, aber eben die Effizienz ist besser und somit macht die Waffe auch mehr Schaden. Und in meinem Levelbereich macht es deswegen keinen Sinn, hier zu spielen mit dem Ausrotter. Deswegen werde ich jetzt mir den Donner holen und den auch gleich auf Effizienz 31 upgraden. Und dann werde ich euch zeigen, in einem Kampf, was das Teil so drauf hat. Und ja, Leute, falls euch dieses Video gefällt, Daumen nach oben, würde mich riesig darüber freuen. Ja, kostet 221 Diamanten, die habe ich natürlich. Ich habe mir letztens wieder ein Angebot gegönnt und hatte somit über 1000 Juwelen. Aber alle, die im Livestream dabei waren, wissen ja das. Falls ihr das nicht verpassen wollt, einfach, ja, die Glocke aktivieren, Leute. Aber jetzt genug geredet. Wir kaufen uns den Donner, eine legendäre Waffe. Und wir können einmal jetzt Free verbessern, weil ich eben den Gutschein habe. Dann nochmal Free, weil ich die ganzen Gutscheine ziehe für Zusatzwaffen. Okay, wir können den dreimal Free verbessern, viermal Free verbessern, fünfmal Free verbessern und noch ein sechstes Mal Free verbessern. Jetzt ist es krass. Und somit sind wir schon auf Effizienz 31 mit dem Donner. So schnell geht's, Leute. Zum Glück hatte ich ein paar Juwelen, somit konnte ich das immer beschleunigen. Und jetzt können wir gleich mal mit unserem völlig ausgestatteten Donner in einen Kampf starten. Ich bin schon gespannt, was das Teil so kann. Mauerdurchbruch immer geil, einzelner Schuss, naja, und zweifach Zoom. Ich würde sagen, wir starten hier in einen Teamkampf. Wo sollen wir denn hin? Wo kann ich die Waffe denn gut testen? Ich würde sagen, wir gehen dieses Mal nicht in einen Klassiker wie das Weiße Haus oder zum Beispiel die Poolparty. Nein, wir gehen in das Paradiesresort. Das ist eine sehr, sehr offene Map und da bin ich mal gespannt, denn weil der Donner eben einen Zweifach-Zoom hat, ist es, glaube ich, besser, wenn man auf größere Distanzen mit dieser Waffe spielt. So, wir sind im schlechten Team und okay, er macht Laserschüsse und er braucht etwas zum Nachladen. Und ich werde versuchen, so gut wie möglich hier mit dem Donner zu spielen, Leute. Um euch eben zu zeigen, was die Waffe so drauf hat. So, jetzt spielen wir mit dem Zweifachzug. Wir laden nach und da werden wir gleich mal pulverisiert. Aber, ja, es waren 2 gegen 1. Das ist ganz okay. So, jetzt schießen wir mal da raus. Yes, und da haben wir den ersten Kill. Wow. Ich weiß nicht, ob der Typ schon vorhin Schaden hatte. Und somit haben wir gleich mal einen Doppelkill. Wow. Das ist jetzt krass. So, hat der Mauerdurchbruch. Deswegen können wir eigentlich da oben gegen die Palme schießen, aber da habe ich den Typen direkt vor mir nicht gesehen, Leute. Ja, da macht es auch mal Sinn, so zu spielen, aber da ist man eigentlich nicht so schnell. Also, da kann man sich nicht so schnell umsehen. Das ist halt nicht so geil dann, muss ich sagen. Wow, da ist der Mech in Trümmern aufgegangen. Ha! So, da haben wir den Kopfschuss. Nice! Wir verwandeln uns auch mal schnell in den Mech, Leute, weil ich eben, ja, kein Leben mehr habe. Ihr habt es ja gehört.
So, können wir... War das unser Kill? Nö, das war nicht unser Kill, aber das war unser Kill. Wir müssen ja schauen, dass wir vielleicht hier auch noch gewinnen. Mein Aim hat sich ja etwas verbessert, habt ihr auch in den letzten Streams gesagt. Was daran vielleicht liegt, dass ich momentan sehr, sehr viele Pixelgun 3D Streams mache und viel spiele. Und ja, Übung macht den Meister, Leute. Nichts. Ja, man muss einfach manche Dinge tun, um darin besser zu werden. Da kann man sich noch so viele Videos anschauen, wie man besser wird. Man muss das eben alles ausprobieren. So, jetzt mal ein weiter Schuss. Ob wir den da treffen oder so. Wow, 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 wow. Und ich glaube, die Waffe trifft, sobald man abdrückt. So, da hinten versteckt sich einer. Den habe ich, glaube ich, getroffen. Yes! Und da haben wir den Kopfschuss. Ja, die Waffe ist eigentlich sehr, sehr gut, auch auf weitere Distanzen. Hat leider nur zweifach Zoom, aber ist eigentlich sehr, 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 sehr gut. Und ich glaube, ich werde den Donner drinnen lassen in meinem Set hier. Ja, wie gesagt, schreibt mir mal eure Zusatzwaffe in die Kommentare und schreibt mir auch mal, wie ihr den Donner so findet. Ob ihr den schon habt, ob ihr den noch nicht habt, ob ihr den jetzt durch mein Video kaufen werdet. Würde mich alles interessieren. Ich habe euch ja jetzt schon ungefähr einen Eindruck gegeben, was die Waffe so drauf hat. Und ja, ich finde, sie ist eigentlich recht gut. Macht sehr, sehr viel Schaden. Ah, der Oscar. Was macht der? Na gut, dann kill ich dich halt so. Dann kill ich dich halt einfach so. So, wir haben wieder die Atombombe in unserem Set. So, den will ich jetzt so killen. Oder auch nicht. Aber ich glaube, das ist eine gute Waffe, weil sie eben so stark ist, dass man die immer hin und her switcht. Und ich glaube, zusammen mit dem Ultimatum, wenn man da immer schön switcht, weil dann ladet ja auch die Waffe, dann braucht man nicht so lange warten. Ist das schon gut? Ich glaube, das ist schon gut. Naja, wir haben jetzt leider verloren, aber man muss auch mal verlieren können. Wir haben uns, glaube ich, nicht so schlecht geschlagen. Wir haben 6 Kills. Das sind die meisten Kills hier in unserem Team. Deswegen, glaube ich, kann man sich nicht beklagen. Ich meine, der Gegner hatte einen sehr, sehr guten. Der hat ganze 19 Kills geschafft. Ansonsten war das gegnerische Team eher mies, wenn ich das mal so sagen kann. Wir können hier auch ein paar Clan-Chests öffnen. Machen wir natürlich. Was gibt's hier noch? Okay, ja. Wie gesagt, Montag und Sonntag sind immer die Tage, wo ich hier Leute aus meinem Clan entferne und neue reinholen hole. So, wo spielen wir noch? Ich glaube, im Kaiserpalast ist diese Waffe auch sehr gut. Und jetzt probieren wir etwas mehr die Waffen zu switchen, wenn ich das zusammenbringe. Ihr wisst ja, ich sage immer, ich will es machen und dann schaffe ich es nicht. So, das Team ist vorne. Das finde ich schon mal gut. So, aber wir werden hier nicht mit dem Ultimatum switchen. Ja, ich bin da noch etwas langsam. So, ah, verdammt, komm. Du bekommst jetzt eine Revanche von mir. Du bekommst eine Revanche von mir, sage ich dir gleich. Bam, yes. Viel Unterstützung, leider nur. Was macht der Typ da? So, es funktioniert etwas. Ja, es funktioniert sogar eigentlich gut jetzt mit dem Durchwechseln. So, es steht 10 zu 7. Das kann man sich mal geben. Ich habe ihn getroffen mit dem Donner und habe ihm jetzt auch noch den Rest gegeben. So. Jetzt schießen wir mit dem Beast etwas. Ah, jetzt muss die Waffe auch neu laden. Okay. Ich bin jetzt etwas überfordert mit dem ganzen Waffenwechslerei. Aber, wir schlagen uns nicht so gut. Okay, wir sind jetzt hinten. Nein, wir sind nicht hinten. Wir sind noch eines vorn. Die Gegner haben jetzt etwas aufgeholt. So, wir haben einen Mech-Kill. Ey, komm. Komm. Eieiei. Oh yeah. Yes. Ich glaube, hier hat auch mein Einhorn etwas mitgemacht. Aber ansonsten war das nicht gut. Ihr wisst ja, das Ultimatum hat auch Mauerdurchbruch, deswegen nicht so schlecht. So, die können wir jetzt alle auf einmal beseitigen. Wir sind schön auf einer Lane hier. Da können wir mit allem Möglichen jetzt drauf schießen. Und hoffen, dass wir irgendwas treffen. So, wir nehmen hier mal den Samurai. Das ist eigentlich ziemlich gut hier. Also passt sehr, sehr gut zum Thema der Map. Kam ja auch bei dem asiatischen, der Samurai-Mech. Ich finde den besser als den normalen Mech. Ich finde den wirklich besser. So, mein Team ist vorne. Und ich hoffe, ihr habt einen einigermaßen guten Eindruck vom Donner bekommen. Ich werde den jetzt weiterhin spielen, also ihr werdet den auch in den nächsten Videos sehen. Au! Yes, wir haben aber den Kill. Wir haben den Kill. Yes, da haben wir noch einen Kill. Jetzt läuft's, Leute. Ah, okay, Mecha-Kill, alles klar, da war er. Yep, es läuft, dreifach Kill, ganz okay, dreifach Kill, kann man schon mal bringen, 28 zu 23, noch heiß.
glaube nicht, dass wir da jetzt irgendwie noch verlieren werden. Okay, ich meine, 5 Kills können die Gegner schon schaffen, wenn sie gut ist. So, der macht das alles mit der Einschuss hier. Einschuss ist wirklich so eine Waffe, mit der man wirklich umgehen muss. Ja, aber es ist ja mit jeder Waffe so. Natürlich ist es blöd, mit einer Zoom-Waffe zu spielen und dann nicht auf seine nähere Umgebung zu achten. So, die Gegner müssen nur noch 3 Kills schaffen. Okay, 4 Kills, um uns einzuholen. Aber ist, glaube ich, auch eher unwahrscheinlich. Nein! Aber habe ich... Nee, ich habe ihn nicht getroffen. Prototype S. Das wäre so eine Waffe, die ich auch nicht gerne hätte, muss ich sagen, in meiner Pixel-Karriere. Oh, oh, jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit. Ich hoffe, da wird noch der ein oder andere gekillt. Ja, okay, 36 zu 34, 37 zu 34. Nice, Sieg, Leute. Und ich habe gar nicht so wenig Kills gemacht. Wir sind jetzt Vierte im Turnier. 8 Kills ist ganz in Ordnung, würde ich sagen. Unser Team war sehr, sehr solide. Und wir haben schon wieder eine Truhe zu verfügbar, die wir hier öffnen können. Das machen wir natürlich. Schauen wir gleich mal rein, wie jetzt. Okay, dann eben nicht. Dann eben nicht. So, dann öffnen wir hier noch eine Truhe. Öffnen für 5 Schlüssel. Haben wir jetzt genau 5 Schlüssel. Können wir die öffnen? Ja, und ihr schreibt mir bitte eure Meinung zum Donner in die Kommentare. Für mich persönlich eine sehr, sehr starke Zusatzwaffe. Dankeschön auf alle Fälle für die vielen Tipps, dass ich mir die kaufen habe sollen. Ja, hier nochmal die Stats im Überblick, falls ihr euch die holen wollt. Ich habe keine Ahnung, ab welchem Level sie verfügbar ist. Das kann ich euch leider nicht sagen, aber ich glaube ab 27 oder 32. Ich glaube nicht davor, weil sie eben schon eine Effizienz von 25 hatte. Bei mir jetzt 31, richtig gut. Ja. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wir werden die Waffe in den nächsten Videos noch öfter sehen, weil ich sie eigentlich ziemlich gut finde. Deswegen, ja, vielen Dank fürs Zusehen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Hashtag DannySkrew in die Kommentare für die geilste Community hier auf YouTube. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's auf alle Fälle gut. Haut rein und ja, wir sehen uns, Leute. Ciao.